Schnauze, Jungs. Macht mir keine Angst. So. Okay, da käme ich auf jeden Fall wieder raus. Ah, der hat sich jetzt gerade wegteleportiert. Hallo Maus. So. So. Also wir sind hier auf jeden Fall in einen neuen Höhlenabschnitt gekommen. Natürlich waren wir da noch nicht. Aber vielleicht sollten wir mal sagen. So, Maus habe ich gefangen. Oder Ratte. Vielleicht sollte ich mal sagen, ich mache mal neue Fackeln. So. Die Ressourcen bei mir, die gehen eh bald zur Neige. Passt. Kann man dich dahin tun? Kann man hier sagen 1, 2, 3. Was sagt meine Rüstung? Meine Rüstung sagt noch okay. Und ich schiele nochmal auf die Uhr. Ich denke, ich müsste mal ein kleines Päuschen machen. Also mich anderen Tätigkeiten widmen auf Deutsch. Zack. Okay, da gibt es auf jeden Fall Ressourcen. Da oben geht es auf jeden Fall weiter. Möchte ich jetzt aber noch nicht erkunden. Da hinten würde es theoretisch auch weitergehen. So, da hätten wir ein Miesmonster. Habe ich jetzt ein Mies-Shard? Nein, habe ich nicht. Normalerweise sollten die doch Mies-Shards droppen. So, dann würde ich hier mal kurz noch sagen. Zack. Und. Okay. Aua. Okay, da hinten geht es also auch weiter. Ich kam ja daher irgendwo, ne? Da müsste ich hergekommen sein, genau. So. Das heißt, hier würde ich dann eigentlich auch meinen Aufgang machen. Dann können wir da die Höhle ein bisschen erkunden. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen was essen. Und dann würde ich wirklich eine Aufnahmepause machen. Dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme hier wieder, wenn ich wieder überhaupt nicht mehr weiß, wo ich war, wie ich war, wer ich war. Und bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio. Mit au. So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Mindtest. Hier geistert irgendjemand rum, wir sind ja hier, vielleicht soll ich mal den Ton ein bisschen leiser machen. Wir sind ja hier in dieser Mine, die wir erkunden wollten. Und da sind diverse Kreaturen um uns rum. Theoretisch können wir jetzt natürlich sagen, okay,
Wir wursteln das alles jetzt erstmal auch noch runter, damit wir hier wirklich so einen richtig breiten Zugang haben. Aber das würde ich jetzt eigentlich ungern machen. Ich würde jetzt eigentlich für den Anfang ganz gerne mal die Gefilde da unten erkunden, um eben festzustellen, wo wir denn hinwollen. So. Und vielleicht wäre es auch sinnvoll, nicht schon wieder 15 Gängen zu folgen, so wie ich es hier mache, sondern halt wirklich nur denen, die ich auch wirklich haben möchte. Also nur denen, die ich auch gerade wirklich erkunde. So, da oben haben wir Kohle. Wir nehmen mal wieder alles mit. 4. Dann würde ich da noch Lampe hin tun. So, da ist noch dunkel. Da ist Sackgasse. Dann können wir hier auch noch die Kohle mitnehmen. Und hier auch. Das wäre es dann gewesen. So, und dann. So, falls sich jemand fragt, warum ich nicht, wenn ich nach unten kommen will, warum ich nicht einfach sowas mache. Die Antwort ist einfach, ich weiß nicht, wann es aufhört. Und ich weiß nicht, ob ich nicht irgendwann mal auf ein Lavafeld stolper. Ich könnte natürlich zirkulär runtergehen. Aber da muss ich immer noch mehr machen. Okay. Also. Das heißt, wir düsen hier mal weiter. Okay, da oben hätten wir auch noch Ressourcen. Dann würde ich hier mal eine Lampe hin tun. Oh, okay. Gut, das ist alles leer. Das heißt, wir können jetzt hier die Ressourcen rauspicken. Das sollten wir auch machen, wenn wir später mit Sicherheit nicht mehr dahin kommen. So. Das ist jetzt natürlich auch riskant, wenn da oben ein Lavafeld ist. Aber ich meine, die Lava wird dann auch die Ressource vernichten, also so ist es nicht. So. So, warum will ich das gleich rausmachen? Das ist ganz einfach, weil ich halt nicht wiederkommen wollen möchte. Okay, da kommen wir nicht hin. Dann müssen wir dich noch wegmachen und dich noch. Ja, habe ich mir gedacht, dass es da noch einen gibt. Okay, da komme ich noch nicht hin, aber da komme ich hin. Komme ich da jetzt hin? Nee, ja. So, dann haben wir den auch erledigt. Da ist noch ein Kohlefeld. Wunderbar. Da haben wir diesen Teilabschnitt quasi fertig gemacht. Gibt es da oben noch was? Oh, da gibt es ja noch. Dann müsste ich den und den eigentlich wegmachen, damit ich sehe, ob es dahinter vielleicht auch noch was gibt. Okay. So. Haben wir das erledigt? Können wir hier eigentlich dahin und dieses Erz rausziehen? Okay. Dann haben wir hier den Teilabschnitt auf jeden Fall auch erledigt. So, und können dann definitiv sagen, okay, hier sind wir fertig. Dann würde es da hinten weitergehen. So, komme ich da hoch? Wahrscheinlich so. So, 4 würde ich vielleicht mal da hinsetzen. Okay, da ist zu. Das heißt, da hinten geht es auch nicht weiter. Nee. Das heißt, es geht wirklich nur da weiter. So, dann können wir hier noch eine Fackel hinsetzen. Da oben wird es ja auch noch weitergehen. Ja, genau. Aber bevor wir da weitergehen,
Holen wir erstmal die Kohle hier raus. Na komm. Kohle. Metall. Kohle. Und Metall. Gut. Haben wir das auch erledigt? Dann können wir jetzt hier die Kohle rausholen. Tut der mir irgendwas? Eigentlich nicht so richtig. Habe ich was von dem bekommen? Aua. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich sollte doch eigentlich von denen diese Miesdinger Splitter kriegen, oder nicht? So. Bevor ich da jetzt aber hochgehe, würde ich hier ganz gerne weiterdüsen und mal schauen, was es hier sonst noch so gibt. So, und ein paar Sachen einsammeln. So, ich hoffe ja, dass ich mich jetzt hier nicht zu sehr verlaufe. Da haben wir Kohle. Da haben wir auch irgendwas. Okay, da hinten, das wäre die andere Seite. Da oben wäre wieder dunkel. Brauchen wir neue Spitzhacke. Und hier komme ich ja nicht hoch. Also ich käme schon, aber ich will das jetzt nicht. Deswegen würde ich sagen, wir gehen wieder zurück und kommen von der anderen Seite, wenn wir da regulär hoch. Was ich ein bisschen irritierend finde, ist, dass die überhaupt nichts fallen lassen. Ich hätte immer gedacht, die Mobs lassen was fallen. So. Dann würde ich jetzt hier sagen, hopp, hopp. Okay, 2, 4. Da drüben an die Wand. Und da hinten geht es eigentlich auch gerade mal wieder weiter. Da an die Wand. Autsch. Okay, dann laufen wir erstmal den Zyklus. Oder den Zirkel, den Kreis. Okay, hier ist nichts. Nichts von Interesse zumindest. Ohoho. Da würde ich auf jeden Fall den Schotter wieder einsammeln. Was auch eigentlich ziemlich riskant ist, weil wenn der Schotter. Das könnte ich mal ausprobieren, was passiert, wenn Schotter auf Lava trifft. Ah. Okay, dann brauchen wir eine neue Schaufel. Bam, bam.
Machen wir hier eine neue Schaufel. Machen wir vielleicht hier noch eine Schaufel. Und dann kann ich ja hier sagen, Bäm und Bäm.